Wie jedes Jahr kommen in der Droid Factory von den Disney Parks neue 4-Packs heraus, beziehungsweise Droiden-Packs. Einmal allgemein gehalten von bestimmten Figuren, die schon mal auf Karte herauskamen in den Disney Parks. Wie hier zum Beispiel das Halloween 4-Pack der Droid Factory, also von 2022. Und als nächstes kommt dann nämlich jedes Jahr zu den Filmen bzw. Serien ein Multipack an Droiden. Also hier haben wir das Droidenpack der Halloween Special, sage ich jetzt dazu. Wir haben hier R2 Boo, R3 Boo 17, R4 Boo 18 und R5 Boo 19. Also das Boo darauf spezialisiert, dass sich die Leute erschrecken sollen, also ein Buh. Und das war der erste, und die 17, 18, 19 beschränken sich dann auf das Erscheinungsjahr. Kurz noch ein paar Worte zum Inlay. Wir haben die Figuren hier im Blister und das Inlay ist halt jetzt hier so mit TIE Fightern und X-Wings gestaltet. Finde ich eigentlich auch ganz schön, so ein bisschen dunkel in Spinnennetz gefangen, so Halloween-Style eben. So, als erstes haben wir den R2 Boo oder B00, welcher, meine ich, 16 herauskam und der erste seiner Art war, also zumindest als Halloween-Special. Und den gab es eben dann auf einzelner Karte, die zeige ich euch auch gleich nochmal, und hier eben aus dem Bag. Also hier sehen wir kurz mal die Verpackung, die es gab. R2 Boo. Hier eine Zeichnung des Charakters oder ein Bild. Bei dieser Figur fehlte lediglich der aufsetzbare Hut, der dann jetzt halt als Gimmick dazu kam. Hier hinten dann die Beschreibungen der Figur. Alle R2-Einheiten bzw. Astromech-Droiden bzw. die anderen, die sind unter dem Namen Droid Factory. Was so viel bedeutet, man kann die auseinanderbauen, Einzelteile dann in den Parks so selber zusammenstecken, um sich dann seine eigenen Astromech-Droiden zu bauen. Haben dann auch immer so eine Kuppel darunter, das finde ich auch sehr schön. Und hier oben an der Kuppel direkt immer noch ein Loch aufgrund der Zubehörteile, die es da gibt, den man dann einfach in einen Hut aufsetzen kann. Es gab ja auch mal Disney-Droiden, die dann Goofy-Ohren oder Mickey-Maus-Ohren aufsetzen konnte. Daher die Idee grundsätzlich. Schön finde ich, dass diese drei Beine hier unten ein paar Räder haben, sodass man so ein bisschen mitspielen kann als Kind. Und wirklich interessant ist eben diese Farbgebung, die schon ein bisschen creepy ausschaut. Ja, und eben dieser Fledermaushut wurde hier separat beigepackt. Ja. Wir haben hier als nächstes die R3-Einheit, die gekennzeichnet durch den durchsichtigen Kuppel ist, und hier der Name R3 Boo 17 aus dem Jahre 17 landet letztendlich. Das ist ein transparenter, grünlich anmutender, so geisterhafter Droide. Ja, hier mal kurz das Original. Hier schön zu sehen, der geisterhafte Droide mit Nebel und so. Auch hier auf der Rückseite. Ja. Da haben wir ihn sehr schön transparent gehalten, grünlichen, giftigen Geister-Ektoplasma. Und auch unter der Kuppel hier eben durchsichtig, dass man seinen Totenkopf unten drunter erkennt. Ja. Ansonsten gleiche Bauart.
Also wieder zum Auseinanderbauen und sowas. Oh, finde ich ganz interessant. Das Nachfolgemodell war eine R4-Einheit mit dem Namen R4 Bu 18, der dann, wie schon beschrieben, 2018 herauskam. Ursprünglich hier sah der mir am langweiligsten aus, aber er ist halt nachempfunden einer Süßigkeit, ein Candy, den es eben in den Staaten gibt. Hier nochmal kurz der Droide auf der Verpackung. Man sieht ihn hier scheinbar auf Kamino, wie er eben diesen Candy, der im Original eben so die Farbgebung weiß, gelb und eben orange hat, nachempfunden ist. Diese Süßigkeit hat er auch dabei, hier mit einem separaten Greifarm. Den Candy kann man hier rausnehmen. Geht halt sehr leicht ab, der Greifarm auch. Haben wir hier eben diese Einkerbungen. Es ist hier oben nicht weiß, es ist gelb belassen. Und dass man dann einfach so drüber zieht, und dann hat es sich ein wenig verankert. Der restliche Greifarm hier ist auch noch beweglich. Da haben wir den mal wieder drauf. Wie gesagt, geht sehr leicht auseinander. Aber doch eine nette Spielidee dann. Und auch der wird hier oben in das Loch gesteckt. Ja, eine R4-Kuppel auf den Kopf. Und ansonsten, wie gesagt, lediglich ein wenig langweilig angemalt. Okay, aber man kann ihn ja auch auseinandernehmen. Und die letzte Figur in diesem Pack ist der R5 Bu 19. Eigentlich die interessanteste Figur, fand ich. Und zwar zwei Farben, ähnlich einem Gerippe nachgestellt. Also in schwarz und in fluoreszierendem Weiß. Hier sehen wir ihn. Im Sandcrawler, natürlich im Film nicht gewesen, also Photoshop hier hinten, C3PO, R2 und diesen CZ-Droiden. Und wie gesagt, der hat ein bisschen fluoreszierende Eigenschaften. Er leuchtet dann eben im Dunkeln, wenn man ihn vorher gut aufgeladen hat. Der Hut ist wieder ein Gimmick, ein Zusatzteil für den Multipack gewesen, war nicht beim Original dabei. Und ja, also wie gesagt, die Bemalung schaut schon etwas creepy aus. Auch hier hinten sehe ich hier die ganzen Rippen angedeutet. Hier. Man kann die natürlich auch wieder auseinanderbauen. Ja, jetzt probieren wir mal irgendwie, ob man den vielleicht ein bisschen im Dunkleren sieht. Also man erkennt schon ein bisschen, dass er leuchtet, aber es ist, verblasst halt auch sehr schnell wieder. Jetzt gerade das zweite Mal nämlich unter die künstliche Sonne gehalten. Ja, man sieht schon, dass es wegen weniger Licht abschwächt. Also eine kurze Erscheinung für Halloween. Ja. So, da kommen wir nun zum eigentlichen, wahrscheinlich für euch interessanteren Teil, und zwar ein Vierer Droidenpack aus der Serie Obi-Wan Kenobi von der Droid Factory, also nicht von Hasbro, also nicht offiziell von Hasbro in der Vintage Collection oder sowas. Aber mit sehr schönen neuen Charakteren, die es so als Droiden bei Dingen, eben bei Disney jetzt eben auch noch nicht gehabt hatte. Auch hier vielleicht noch mal ganz kurz das Inlay gezeigt, was jetzt mir nämlich auch neu auffiel. Hier ein schönes Diorama im Hintergrund für Obi-Wan-Serie. Hier Obi-Wan gegen Darth Vader. Finde ich klasse.
Die erste Figur ist eine R3-Einheit. Zumindest wird sie so genannt. Ein R3-D2-Druide, der scheinbar auf Tatooine irgendwo im Hintergrund herumfährt. Ja, gut, Astromech-Druiden gehen immer. Hintergrundcharakter sowieso. Aber letztendlich halt jetzt hat für Kinder, sag ich jetzt mal, uninteressanter, die die Charaktere aus der Serie vielleicht etwas kennen. Dieser 3 hat eigentlich den standardisierten Astromech-Droiden Einzelteilkorpus. Wir haben hier von R2-D2 praktisch etwas anders angemalt. Hier unten schön die Sandspuren noch ein bisschen zu sehen, auch an den Füßen. Ja, der Kopf sieht halt ein bisschen anders gefärbt aus. Aber ich dachte immer, diese R3-Droiden, die hätten diese durchsichtige Kuppel. Ja gut, man kann ja sein Haustier nennen, wie man will. Auch hier geht wieder die Einzelteile zu entfernen. Und dann vielleicht mit anderen Droiden, die man hat, neue Droiden zu kreieren. Oder auch letztendlich dann mit den anderen. Der zweite Droide, eine neue Interpretation bzw. eine neue Figur, ist NED 8 oder B, Entschuldigung, Ned B, genannt NEDB, der die Rebellion mehr oder weniger unterstützt und hilft den Pfad ja, Jedis oder bedrohte Bewohner zu beschützen und zu retten. Also eine sehr interessante Figur. Wir haben hier auch viele Gelenke dabei. Wir haben einmal hier Ellbogengelenk. Jetzt kann man die Hand sogar. Genau, sogar die Hand kann separat bewegt werden unter dieser Unterarmschoner. Und man kann eigentlich genau auch die Beugung der Ellbogen machen. Und hier oben ist lediglich ein Scheibengelenk drin, da man die Figur ja auch auseinanderbauen kann. Auch die Hüfte wurde berücksichtigt, was ich sehr schön finde. Der Kopf ist drehbar. Und die Beine hier auch nur Scheibengelenke, da man sie ja auch wieder theoretisch abmachen kann. Aber auch eben hier unten, ähnlich wie die Vintage Collection, also schon die Figuren ausgestattet. Aber wirklich sehr schön modelliert und sehr schön bemalt. Hier haben wir einen blauen Unterarm. Hier ein bisschen was in Aurabesch. Weiß es allerdings nicht auswendig, was es heißt. Und der Kanister hier hinten, die Aufhängung. Ich glaube, da hängen sie auch an der Wand mit. Das Gesicht. Oh, hat was, der gefällt mir. Das einzige Mango, naja gut, was ob's Mango ist, weiß ich jetzt nicht, aber er hat halt keinen Hammer dabei, wie seine Vintage Collection, die dann später irgendwann nochmal rausgebracht wird. Auf jeden Fall trotzdem tolle Figur, wie gesagt. Und schauen wir mal, den ein bisschen was anderes anhängen können. Also das ist halt Droid Factory. Man kann aus sämtlichen Einzelteilen neue Charaktere erstellen. Ob der auch hingeht hier? Oh. Und hier eine wirklich neue komplette Figur, die hier eben für dieses Pack gemacht wurde, und zwar der Viper Probe Droid. Eine kleinere Version des Probe Droiden aus Imperium, aber trotzdem klasse.
Also dieser Probe-Droid hier, der ist etwas auf jeden Fall kleiner wie sein Original. Das ist der Probe-Droide hier, der letzte, der herauskam in der 345-Line, der Geräusche aus der Force Link 2. Ich glaube, das war 2017, 18 oder sowas. Ja, aber jetzt mehr kämen wir den. Der Kleine kommt hier mit einem Schwebesockel, wo man ihn dann schön auch positionieren kann. Einfach hier unten per Loch. Er hat hier unten bewegliche Gliedmaßen, die jetzt halt eigentlich nur die Greifarme betreffenderweise bewegbar sind und sie auch separat herausgenommen werden können. Allerdings hier dann nicht gedreht. Also sind etwas eingeschränkt mit der Bewegung, aber das ist egal. Dann kann er eben auch noch hier oben gedreht werden am Kopf. Und schaut schon klasse aus, also die kleinen Einkerbungen überall, die verschiedenen Augen, hier die kleine Blasterkanone. Die Antennen sind hier fest integriert. Mal schauen wir mal. Also hier geht er nicht auseinander. Es schaut zwar hier aus, als ob man ihn auseinander bauen könnte, aber ist auch recht fest drin. Also als Factory-Figur kann man eben lediglich hier die Arme entfernen und weiter jetzt hat eigentlich keine andere hineinbuxieren. Also selbst hier dieses Unterteil ist zu groß. Aber trotzdem sehr klasse Figur. Und was mir jetzt beim Zusammensetzen aufgefallen ist, jeder Fuß hat sein eigenes bestimmtes Steckloch. Hier sehen wir, dass es etwas also nicht direkt viereckig ist, sondern hier eine Einkerbung ist. Und da muss man jetzt halt eben das richtige Teil suchen. Hier zum Beispiel, wenn man es mal, ob es reingeht. Ja, geht rein. Dann haben wir hier noch eins, das wegen abgerundet ist. Also hier braucht man es gar nicht versuchen. Hier scheint hier hereinzukommen. Hat man es wahrscheinlich gar nicht gesehen. Also machen wir nochmal eins. Also hier zum Beispiel sieht man offensichtlich das Loch, dass man hier noch eine Einkerbung hat und hier das Gegenstück dazu ist. Also man könnte es womöglich hier drüben irgendwo einstecken, geht aber nicht, weil es verschiedene Größen hat. Ja, bauen wir dann gar noch fertig. Nein. Mach mal den. Schon drin. Oh. Der hier müsste doch da reinkommen, oder? Nein. Hier vielleicht. Ah ja. Also gut, da gerade mal was verwechselt. Das ist deswegen einfacher. Ja gut, aber ich denke, ihr seht, was ich meine. Und hier sehen wir die letzte Figur, nämlich One Jack. Wahrscheinlich von Jackbot. Also ein Kopfgeldjäger-Droide, ähnlich der Forlorn-Serie. Der eben hier in Kenobi auftaucht und eigentlich zerstört wird, glaube ich. Er hat ein paar Neuerungen dazu bekommen, die halt eben Forlorn nicht hat. Aber trotzdem. So, auch dieser Droide hier, wie gesagt, der etwas nach Forlorn aussieht. Ich habe jetzt ja keinen anderen dazu genommen, da Disney eigentlich einen Forlorn auf Karte herausgebracht hat. Und ich denke, dass der danach modelliert wurde. Oder aufgrund dessen passiert. Aber den habe ich nicht. Von der Bewegung hier wieder, wie gesagt, fast identisch mit dem Vintage Collection Figuren. Das Gesicht hier ist sehr schön gemacht. Die Facettenaugen klasse bemalt.
Als Unterschied haben wir hier eine Art Patronengurt oder Tasche, der den Fairlawn jetzt natürlich nicht hat. Aber auch die ganzen Drähte hier unten sind wirklich einzeln bemalt. Und auch die Beine können bewegt werden. Die Füße sind nur gedreht. Und er hat hier zwei Holster mit jeweils einer Waffe links und rechts, welche aber fest anmodelliert sind und nicht herausgenommen werden können. Dafür sind auch die Hände nicht so gemacht. Auch er kann wieder dematerialisiert werden. Na komm. Und dann eben vielleicht die anderen Arme noch reinsetzen können. Er ist jetzt ein bisschen größer, der Stift. Schauen wir mal, ob es da reingeht. Ja, geht sehr schwer. Aber ich denke, ich weiß, ihr wisst, was ich meine, dass man da die Figuren einfach neu zusammenschustern kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder.